Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Mit einer geschätzten Anzahl von mehr als 100.000 Friedhöfen weltweit haben diese Orte der Ruhe und Besinnung eine unschätzbare Bedeutung für unsere Gesellschaft. Seit Jahrhunderten gibt es Geschichten und Zeugnisse von Geistern und unheimlichen Vorkommnissen, die sich an diesen Orten ereignen sollen. Darüber hinaus sind Friedhöfe auch von Mystik und Legenden umwoben. Heute zeigen wir euch die 20 gruseligsten Dinge, die man auf Friedhöfen entdeckt hat. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Geisterjäger berichten oft von einem bemerkenswerten Phänomen, als sie einen gespenstischen Friedhof aus dem 19. Jahrhundert in West Yorkshire untersuchten. Paulin Day und ihr Team staunten nicht schlecht, als es ihnen gelang, eine geisterhafte Gestalt zu fotografieren, die über ihrem eigenen Grab schwebte. Die unheimlichen Fotos wurden von einem Mann namens Rob Crabtree aus der Nähe von Bradford aufgenommen. Er ist davon überzeugt, dass das letzte Foto einen mysteriösen Nebel eines Geistes zeigt. Sarah Agnes, eine 50-jährige Frau, die 1927 neben ihrem Mann James begraben wurde. Während Rob den Grabstein genau untersucht, hat er ein paranormales Gefühl, als würden sich mehrere Geister in der Gegend aufhalten. Seine Intuition deutet stark darauf hin, dass es sich bei der Erscheinung auf dem Foto tatsächlich um Sarah handelt, denn das Gesicht scheint das einer Erwachsenen zu sein. Ziemlich unheimlich, nicht wahr? Nummer 19. In diesem Video wurde ein Geist auf dem Evergreen Cemetery in Jetsonia, Arkansas beobachtet. Hier sind einige Hintergrundinformationen erforderlich. Der Friedhof soll vom Geist eines jungen Mädchens heimgesucht werden, das in den frühen 1900er Jahren sein Baby verlor. Ihre Statue steht direkt am Kopf des Friedhofs. Nachts, jede Nacht streift ihr Geist umher und sucht nach ihrem verlorenen Baby. Eine Gruppe von Geisterfreunden erkundete den Friedhof und kurz nach Mitternacht begannen die Geräusche, Weinen und Stöhnen. Allerdings hatten sie ihre Drohne dabei, die alles aufnahm. Es gibt einen Moment, in dem die Drohne auf einen der Grabsteine trifft und wir sehen eine mysteriöse Gestalt in Kleidung, die nicht modern aussieht. Sobald der Geist bemerkt wird, eilen alle davon. Nummer 18. Ob du es glaubst oder nicht, dies war das zweite Mal, dass ein YouTuber namens FrancoTV diesen Friedhof besuchte. Bei seinem ersten Besuch sah er einen seltsamen Schatten. Er beschloss, für eine zweite Untersuchung wiederzukommen, um zu sehen, ob der Geist provoziert werden konnte, sich zu zeigen. Von Anfang an hatte er ein ungutes Gefühl und spürte, dass etwas Ungewöhnliches geschah. Als er das letzte Mal auf dem Friedhof war, hörte er außerdem etwas, das wie eine Spieluhr klang. Als er sich beobachtet fühlte und ein bestimmtes Pfeifen hörte, wendete sich das Blatt jedoch schnell zum Schlechteren. Frank hatte Angst in diesem Moment nicht vor Geistern, sondern weil er dachte, dass sich auch jemand durch den einzigen Eingang auf den Friedhof schleichen könnte. Er verharrte, sah weitere Schatten, konnte sie aber nicht zuordnen. Aber er hatte das Gefühl, dass ihn jemand beobachtete. Und es wurde ihm noch unheimlicher, als die Gestalt in der Ferne, die scheinbar gut versteckt war, nach ihm pfiff. Nummer 17. Während ihres Weihnachtsurlaubs am 31. Dezember 2008 in Savannah, Georgia, hatte eine Familie aus Ohio eine außergewöhnliche Begegnung. Sie erkundeten den berühmten Colonial Park Cemetery, der für seinen Ruf als eine der am meisten von Spuk heimgesuchten Städte Amerikas bekannt ist. Der Sohn im Teenageralter beschloss, den Ausflug mit der Kamera festzuhalten, und was sie auf der Kamera festhielten, war ziemlich gruselig. Zunächst dachten sie, es sei nur ein Kind, das wegläuft. Doch bei näherer Betrachtung sehen wir angeblich die geisterhafte Erscheinung eines kleinen Geisterkindes, das dann in einen nahen Baum springt und sich in Luft auflöst. Mit über 9000 Gräbern, darunter ein Massengrab für die Opfer des Gelbfiebers, hat der Colonial Park Cemetery eine reiche Geschichte, die bis ins Jahr 1750 zurückreicht. Die Familie bemerkte auch eine schattenhafte Frau, die hinter dem Geisterkind herzujagen schien. Könnt ihr sie auch sehen? Ziemlich gruselig, nicht wahr? Nummer 16. Im September 2018 ereignete sich eine Tragödie, als die zweijährige Faviola Rodriguez in der Obhut des Freundes ihrer Mutter verstarb. Seitdem sah sich Faviolas Mutter Sandra mit dem herzzerreißenden Problem konfrontiert, dass persönliche Gegenstände und Spielsachen vom Grab ihrer Tochter auf dem Masonic Cemetery in Las Cruces, New Mexico gestohlen wurden. Um etwas dagegen zu unternehmen, wandte sich Sandra an die Friedhofsbehörden und bat sie eindringlich, wachsam zu sein. Zufälligerweise hatte eine andere Familie eine Kamera an einem nahegelegenen Grabstein installiert. Diese Familie hatte ihre eigenen Bedenken, da sie glaubte, dass der Mörder ihres Sohnes noch auf freiem Fuß war und möglicherweise Gräber schändete. In der Hoffnung, Beweise zu sammeln, um die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen, sah sich die Familie das Bildmaterial ihrer Kamera an. Sie sahen ein junges Mädchen, das nachts über den Friedhof wanderte.
Da die Familie befürchtete, dass sich ein Kind auf dem Gelände verirrt haben könnte, brachte sie die Fotos sofort der Friedhofsverwaltung zur Kenntnis. Am nächsten Tag wurde Sandra und ihrer Großmutter das Foto gezeigt und vor Rührung brachen sie in Tränen aus, als sie das kleine Mädchen auf dem Bild erkannten. Es war ihre Tochter. Die Kamera auf dem Freimaurerfriedhof hielt ein letztes Bild fest, auf dem das junge Mädchen Hand in Hand mit einem großen Mann geht. Sandra glaubt, dass das Mädchen dort war, um den Mann zu führen und zu trösten und ihn in den Himmel zu begleiten. Nummer 15. Versteckt in der malerischen Stadt Katowice in Pennsylvania südlich von Bloomsburg liegt der verborgene Empty Zion Friedhof. Dieser bescheidene Ort, der auch als Hooded Grave Cemetery bekannt ist, birgt ein faszinierendes Geheimnis. Unter der geweihten Erde ruhen Asenath Thomas und Sarah Ann Boone, zwei Schwägerinnen, die 1852 im Abstand von nur wenigen Tagen tragisch ums Leben kamen. Das Besondere an diesen Gräbern ist der Anblick schwerer Eisenkäfige, die etwa einen Meter hoch sind und die Grabmale vollständig bedecken. Es gibt verschiedene Theorien, warum manche Gräber als Käfige erscheinen, die von der Angst vor der Auferstehung der Toten bis hin zu Verbindungen mit Geschichten über Vampire und diejenigen, die die Ruhe der begrabenen Seelen stören könnten, reichen. Erstaunlicherweise gibt es aber keine offizielle Erklärung für diese Eisenkäfige in der kleinen Stadt in Pennsylvania. Was ist also eure Theorie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 14. Auf diesem Foto sehen wir eine als Nonne verkleidete Frau, die mit einem Kunstskelett auf dem alten Hull General Cemetery in Yorkshire, England tanzt. Nach Angaben der Person, die das Foto aufgenommen hat, tanzte sie spielerisch mit einem anderen Skelett, das einem Hund ähnelte. Mehrere Passanten blieben stehen und beobachteten das ungewöhnliche Verhalten der Nonne und sogar Autofahrer warfen ihr heimliche Blicke zu. Ein Zeuge berichtete, dass sich die nonnenähnliche Gestalt auf dem Friedhof an der Springbank West befand, direkt gegenüber der Heimer School. Berichten zufolge wurde der merkwürdige Vorfall kurz vor Mittag aufgenommen, was darauf hindeuten könnte, dass es sich um einen Stunt oder ein Kunstprojekt handelt. Die wahre Natur und der Zweck dieser nonnenähnlichen Figur bleiben jedoch ein Rätsel. Der Hull General Cemetery, der seit fast 5 Jahrzehnten nicht mehr genutzt wird, nimmt in der Geschichte von Hull ebenfalls einen wichtigen Platz ein. Er gilt als eines der wertvollsten Wahrzeichen der Stadt und schloss schließlich 1972 seine Pforten. Besucher kommen oft auf den Friedhof, um dem Denkmal für die Opfer der verheerenden Cholera-Epidemie von 1849 die Ehre zu erweisen. Nummer 13. Die Person, die in der Nähe des Gettysburg-Friedhofs steht, wollte ursprünglich keine Geister fotografieren. Stattdessen wollte sie einfach nur schöne Fotos und Videos von den Bäumen machen. Als sie jedoch später das Videomaterial betrachteten, stellten sie fest, dass sie einen Geist aufgenommen hatten, der sich bewegte und alle paar Minuten wiederholte, als wäre er in einer endlosen Zeitschleife gefangen. Falls ihr es noch nicht wusstet, Gettysburg ist bekannt als eine der blutigsten Schlachten der amerikanischen Geschichte. Viele Menschen glauben, dass ein Ort, an dem so viel Gewalt stattgefunden hat und an dem viele Menschen ihr Ende gefunden haben, paranormale Energie hinterlässt. Im Jahr 2020 wurde das gleiche Phänomen mit der Kamera festgehalten. Jemand fuhr an dem Feld entlang und hielt eine Kugel mit dem Geist eines Soldaten auf der Kamera fest. Im Jahr 1863 fand die Schlacht von Gettysburg im Bürgerkrieg statt und seither haben schätzungsweise 51.000 Menschen dort ihr Leben verloren. Glaubt ihr, dass es möglich ist, dass wir hier tatsächlich Geister sehen? Oder wie sonst können mehrere Menschen in dieser Gegend paranormale Energie spüren und sehen? Nummer 12. Auf dem unheimlichen Friedhof von York in Maine rankt sich eine schaurige Geschichte um den Mythos der weißen Hexe von York. Der Legende nach fand im Jahr 1776 eine weiße Hexe namens Mary ihre letzte Ruhestätte auf diesem geheiligten Gelände. Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Berichte über ihre geisterhafte Erscheinung und ihre gespenstische Gestalt wandert weiterhin über den Friedhof. Die Faszination wird jedoch noch größer, als Geschichten von Kindern auftauchen, die auf einem nahegelegenen Spielplatz spielen und von Begegnungen mit einer unsichtbaren Frau berichten, die auf mysteriöse Weise die Schaukeln anschiebt. In diesem gruseligen Video sehen wir einen trauernden Mann, der an einem Grab kniet, während hinter ihm eine geisterhafte Erscheinung erscheint. Könnte es sich dabei um die wohlwollende Präsenz der weißen Hexe selbst handeln, die aus der Geisterwelt herüberkommt, um den Trauernden zu trösten? Nummer 11. Auf einem Friedhof aus der Kolonialzeit in West Sydney wollen paranormale Ermittler ein Foto einer Geistererscheinung aufgenommen haben, was viele zu der Annahme veranlasst, dass es auf dem Friedhof und in seiner Umgebung spukt.
An Halloween gelang es einem vierköpfigen Team der Sydney Southwest Paranormal Investigators, ein Foto von einer Anomalie auf dem St. Bartholomew's Cemetery in Exeter Park, England zu machen. Die unheimliche Gestalt wurde in der Nähe des Grabes des berühmten Entdeckers William Lawson sowie anderer früher Siedler aufgenommen, die dort ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Kelly Ryan, die leitende Ermittlerin, berichtete, dass ihr Team schwache Heulgeräusche hörte, als sie sich dem Grab näherten, was ihre Neugierde nur noch steigerte. Bei dem Versuch, das gefangene Wesen zu beschreiben, stuften sie es als Anomalie ein. Was das Rätsel noch größer machte, war die Geschichte der örtlichen Reiseleiterin und Historikerin Hazel Megan, die von ihrer Erfahrung in der Nähe der örtlichen Stelle berichtete, an der das Foto aufgenommen wurde. Sie beschrieb ein anhaltendes Gefühl der Unruhe und erzählte, wie eine Gruppe von Forschern ihr einmal erzählte, dass sie in der gleichen Gegend einem kleinen Mann begegnet seien, der ihr zu folgen schien. Bei ihren Nachforschungen schlug sie die Möglichkeit vor, dass der Friedhof vom Geist des Engländers James Willis, auch bekannt als der Penrith Jockey, bewohnt wird. Sie stellte fest, dass Willis' Mutter Mary unter dem Baum begraben ist, unter dem die Anomalie aufgezeichnet wurde. Nummer 10. Der Oakwood-Friedhof in Farmington, Michigan ist eines der Gesetzen zu Physik trotzendes Objekt und fesselt die Besucher mit seinem seltsamen Phänomen. Dieses faszinierende Phänomen tritt auf einem flachen Hügel innerhalb des Friedhofs auf, wo ein ungewöhnlicher Gravitationseffekt auftritt. Wenn Fahrzeuge am Fuß des Hügels in den Leerlauf geschaltet werden, beginnen sie plötzlich bergauf zu rollen. Um dieses Phänomen zu beobachten, wählen Besucher oft den am weitesten entfernten Eingang des Friedhofs und begeben sich auf eine kurze Fahrt bergab. In diesem Fall demonstriert der Fahrer das Phänomen, indem er den Leerlauf einlegt und den Fuß von den Pedalen nimmt. Wie erwartet, beginnt das Fahrzeug zunächst bergab zu rollen. Diese anfängliche Bewegung entspricht den Prinzipien der traditionellen Physik und gibt keinen Hinweis auf das außergewöhnliche Phänomen, das noch folgen wird. Einige Leute glauben, dass dieses Phänomen auf den paranormalen Friedhof in der Nähe des Hügels zurückzuführen ist. Was glaubt ihr, wie das Auto ohne äußere Kraft der Schwerkraft trotzt und bergauf rollt, ohne dass der Fahrer die Pedale betätigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 9. Stephen King konnte sich an Videos wie diesem ein Beispiel nehmen. Bewaffnete Männer betreten einen Friedhof und stellen fest, dass ihr Ziel von ihrer Anwesenheit unbeeindruckt ist. Die Männer treffen auf den Geist einer Frau, die dem Grudge ähnelt. Wie wir sehen können, sitzt sie auf einem Grabstein und niemand traut sich, ihr näher zu kommen. Aber was dann passiert, ist noch viel gruseliger. Als sie die Männer bemerkt, zeigt sie ihnen, dass sie sieht und reagiert, indem sie sich bedrohlich auf das Grab stellt. Die Männer beschließen sofort zu fliehen, müssen aber feststellen, dass die nächstgelegenen Tore mit Ketten verschlossen sind. Es folgen ein paar nervenaufreibende Minuten, in denen sich die Männer in fast stockdunkler Dunkelheit auf dem Friedhof bewegen und den Moment fürchten, in dem die Frau wieder auftauchen wird. Nummer 8. Wenn man einigen Leuten Glauben schenken darf, wandeln Vampire unter uns. Zeugen in der Nähe des Highgate-Friedhofs im Norden Londons haben gruselige Begegnungen mit einer mysteriösen Gestalt in viktorianischer Kleidung und mit Zylinder beschrieben. Den Erzählungen zufolge handelte es sich um einen mittelalterlichen Adligen, der sich in Rumänien mit dunklen Künsten beschäftigte. Er soll ein Vampir gewesen sein und im 18. Jahrhundert in einem Sarg nach England gebracht worden sein. Jahrhunderte lang. Doch erst als moderne Satanisten seine ewige Ruhe auf dem Highgate-Friedhof im Norden Londons störten, erhob er sich aus dem Reich der Toten. Zu denjenigen, die behaupten, diese unheimliche Erscheinung gesehen zu haben, gehört David Ferrand, eine prominente Persönlichkeit der British Occult Society. David war einer der ersten, die 1969 dem sogenannten Vampir begegnete. In einem Brief beschrieb er seine Sichtung einer grauen Gestalt in der Nähe des Friedhofs. Im folgenden Jahr wurde eine kopflose und verkohlte Frauenleiche in der Nähe des Friedhofs entdeckt. Im Jahr 1991 wurde eine 1,80 Meter große Gestalt in einem langen schwarzen Mantel aus der viktorianischen Zeit gemeldet. Im August 2005 sah ein anderer Zeuge die Gestalt anmutig von Osten nach Westen entlang der Swains Lane auf dem Friedhof schweben. Und im Jahr 2012 machte ein Mann namens James Dobbin bei seinem Besuch auf dem historischen Friedhof ein Foto. Würdet ihr es wagen, diesen Ort zu besuchen, nachdem ihr diese Geschichte gehört habt? Nummer 7. Der Grove Street Cemetery in New London, Ohio, wurde von einem herzzerreißenden Verbrechen heimgesucht. Eine Besucherin, die ihren geliebten Eltern, Großeltern und Urgroßeltern die letzte Ehre erweisen wollte, musste schockiert feststellen, dass die wertvollen Erinnerungsstücke, die sie auf deren Gräber gelegt hatte, verschwunden waren. Dieser rührende Vorfall ereignete sich, als zwei dreiste Frauen schamlos Blumen und Erinnerungsstücke von den Grabsteinen stahlen,
ohne zu wissen, dass ihr Tun von versteckten Kameras aufgezeichnet wurde. Im Laufe der Zeit verschwanden immer mehr Gegenstände auf mysteriöse Weise vom Friedhof. Gebrochene Herzen bemerkten das Fehlen sentimentaler Gegenstände, wie zum Beispiel eines Blumentopfs, der einem inzwischen verstorbenen Vater 1977 liebevoll geschenkt worden war. Als die Zahl der vermissten Gegenstände rapide zunahm, wandte sich die Gemeinde an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden. Die versteckten Kameras enthüllten jedoch die dreisten Diebe, die mit ihrem Auto ankamen und an verschiedenen Grabsteinen anhielten. Als ob sie einkaufen wollten, stiegen sie ungeniert aus ihrem Fahrzeug und durchkämmten das Friedhofsgelände. Die gestohlenen Schätze sammelten sie gefühllos ein und verstauten sie in ihrem Auto. Nachdem sie mit ihrer Beute zufrieden waren, kehrten die Frauen lässig zu ihrem Fahrzeug zurück und fuhren davon. Dank der versteckten Kameras wurden ihre Identitäten aufgedeckt und sie wurden auch verhaftet. Überraschenderweise war eine von ihnen ein bekannter und beliebter Regierungsbeamter. Nummer 6. Egal wer du bist oder wo du bist, selbst wenn du ein Geisterjäger bist und einen Geist siehst, ist die instinktive Reaktion wahrscheinlich zu fliehen. In diesem Video sehen wir eine Person, die über einen Friedhof spaziert, als sie plötzlich einen Mann erblickt, der hinter einem Baum verschwindet. Dies geschah am helllichten Tag an einem sonnigen Tag. Als die Person die Gestalt sah, geriet sie in Panik und ließ ihre Kamera fast fallen, beschloss aber, auf die Gestalt zuzulaufen, nur um dann nichts zu finden. Wohin ist die Gestalt, die hinter dem Baum verschwunden ist, gegangen? Die Gestalt, die hinter dem Baum verschwand, sah jung aus, hatte einen gesenkten Kopf und dunkles Haar und im Handumdrehen war sie wieder weg. Es ist also unklar, an welchem Ort sich der Mann aufhielt, aber dies ist möglicherweise ein weiterer Beweis dafür, dass Geister auf Friedhöfen tatsächlich existieren könnten. Nummer 5. Ob es sich nun um eine echte Geistererscheinung oder eine reale Person handelt, der nächste Vorfall bleibt ziemlich unheimlich und wird von Sekunde zu Sekunde gruseliger. Erinnert sich noch jemand an die Folge der Simpsons, in der ein Friedhof direkt hinter dem Haus eröffnet wurde und Lisa, die sich nachts fürchtete, von ihrem Schlafzimmerfenster aus immer wieder auf die Grabsteine schaute? Dies scheint ein ähnliches Szenario zu sein, aber hier sehen wir ein junges, weiß gekleidetes Mädchen, das auf dem Friedhof geht, läuft oder spielt. An einer Stelle erwähnt der Kameramann, dass sie Blumen von den umliegenden Gräbern pflückte. Dann rannte sie herum, als wäre es ein Spielplatz und nicht etwa eine Ruhestätte für Menschen. Es ist jedoch unklar, wo genau dies geschah. Aber in den Kommentaren wird darüber diskutiert, ob es sich um einen echten Geist oder nur um ein weiß gekleidetes Mädchen handelt. Was meint ihr dazu? Nummer 4. Einem Geist auf einem Friedhof live im Fernsehen zu begegnen, muss eines der gruseligsten Dinge überhaupt sein. Bei einem Video könnten die Aufnahmen noch bearbeitet werden, aber wie erklärt man den nächsten Moment, in dem ein Geist buchstäblich live im Fernsehen vorbeifliegt? Auch die Nachrichtensprecherin Sam Hessler war erschrocken, als sie später erfuhr, dass sie nicht allein auf dem Friedhof war. Sam berichtete über einen Bericht über gruselige Dämmerungsführungen, die auf dem Greenridge Friedhof in Saratoga County, USA angeboten wurden. Da es sich um eine Live-Sendung handelte, war es unmöglich, dass der Geist digital animiert war. Später wandte sich ein Zuschauer an den Morgennachrichtensender und fragte, ob jemand die kugelförmige Gestalt gesehen habe. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen hatte es niemand bemerkt. Aber als die Zuschauer das Videomaterial später ansahen, glaubten sie, dass es sich um einen echten Geist gehandelt haben könnte. Nummer 3. In einer schockierenden Wendung der Ereignisse wurde ein Ehemann mit dem Undenkbaren konfrontiert, als die Frau, für deren Ermordung er bezahlt hatte, auf ihrer eigenen Beerdigung auftauchte. Balenga Kalala hatte einen Plan ausgeheckt, um das Leben seiner Frau Noela Rukundu zu beenden, mit der er 10 Jahre verheiratet war. Dieser Plan wurde Anfang 2015 umgesetzt, als Noela in ihre Heimatstadt Burundi zurückgekehrt war. Ihre Wege hatten sich 11 Jahre zuvor gekreuzt, kurz nachdem Noela aus Burundi nach Australien gekommen war. Damals wurden Kalala, ein Flüchtling aus der Demokratischen Republik Kongo, und Noela von demselben Sozialarbeiter betreut. Ihre Bindung vertiefte sich, es entstand Liebe und sie bauten sich ein gemeinsames Leben in Melbourne auf, wo sie auch 3 Kinder aufzogen. Doch die angeheuerten Killer verweigerten sich, Noelas Leben zu beenden. Stattdessen überlebte sie diese Tortur mit einer Speicherkarte, auf der Gespräche aufgezeichnet waren, die Kalala und seine Bande belasteten. Bei ihrer eigenen Beerdigung offenbarte sich Noela ihrem Ehemann. Als sie aus ihrem Auto stieg, war er so schockiert, dass er zu schreien begann. Noela rief daraufhin die Polizei und der Mann wurde zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Nummer 2. Es gibt ein paar Dinge, die Erwachsene in Angst und Schrecken versetzen können, aber ganz oben auf der Liste steht ein geisterhaftes junges Mädchen, das auf einem Friedhof nach seiner Mutter ruft. Dieser Vorfall ereignete sich im Jahr 2006 auf einem Friedhof irgendwo in Mexiko.
Ein Reporter eines mexikanischen Fernsehsenders war vom Übernatürlichen fasziniert und obwohl er ziemlich skeptisch war und nicht an die Existenz von Geistern glaubte, bekam er bei diesem Vorfall den Schreck seines Lebens. Gerüchten zufolge soll er sogar seinen Job gekündigt haben, nachdem er diese Geistererscheinigung gesehen hatte. Für viele Menschen wäre dies ein Albtraum. Als er den Friedhof betrat, sah er sich in der Ferne einem geisterhaften Mädchen gegenüber, das auf erschreckende Weise nach seiner Mama rief. Der Geschichte zufolge stellte sich später heraus, dass niemand auf dem Friedhof anwesend war, sodass diese Videobilder ein Rätsel bleiben. Nummer 1. In einem geradezu erschreckenden Spektakel, das mit der Kamera aufgenommen wurde, sah man eine geisterhafte Gestalt, die mühelos über die Wege der Gärten hin und her glitt. Die fesselnden Aufnahmen wurden auf der beliebten Facebook-Seite The Way I See Liverpool veröffentlicht. Eine mysteriöse Erscheinung, die mit Unterbrechungen für etwa eine Minute auftaucht und dann wieder verschwindet, hat vielen Menschen eine Gänsehaut beschert. Was die Situation noch unheimlicher macht, ist die Tatsache, dass es sich um einen Friedhof handelt, auf dem mehr als 58.000 Leichen ruhen. Der Geschichte zufolge war dies nur einer der vielen Geister oder Wesenheiten, die hier immer noch herumspuken oder versuchen, die Menschen zu erschrecken. Das berühmteste Gespenst auf diesem Friedhof ist ein Seekapitän, der ein verdächtiges Ende fand. Wie würdest du reagieren, wenn du eine solche Gestalt auf dem Friedhof hin und her gleiten sehen würdest? Warst du jemals auf einem Friedhof und hast dort etwas Seltsames gesehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.